Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Stadium. Teil 2 des Minicups steht an. Teil 1 haben wir schon... Ja, wird fast mein bravourös gelöst. Und jetzt kommen die wichtigen, beziehungsweise die härteren Kämpfe. So, schauen wir mal, was wir hier machen am besten. Zuerst mal ein Boden-Pokémon. Ein Feuer-Pokémon, ein Wasser-Pokémon, ein Psycho-Pokémon, zwei Normal-Pokémon. Okay. Puh. Das ist natürlich eine relativ interessante Konstellation. Ich probier's mal mit folgendem Team. Wir machen den Auftakt dieses Mal mit Tratini. Ich glaube nicht, dass wir das komplett durch den Kampf durchbekommen werden. Und beim Gegner kommt Quapsel. Da könnte unter Umständen eine Hypnose geflogen kommen. Ich setze das für die Donnerwelle ein, um schneller zu sein. Eisstrahl, fuck man. Volltreffer auch noch. Boah, wow, Tratini hat's überstanden. So, Kapsel damit erstmal paralysiert. Das ist erstmal nicht so verkehrt. Ja, Erholung bringt mir in dem Fall gar nichts. Gar nichts bringt mir das. Schauen wir mal, was wir mit der Drachenwut anrichten können. Also, was heißt, was wir anrichten können? Klar, es ist ein 40er. Ist Quapsel vielleicht paralysiert? Nein. Kommt der Blubstrahl und der wird uns den Chaos machen. Erstes Pokémon K.O. Schade. Okay, wir machen weiter natürlich mit Pikachu. Und da sollte die Donnerblitzattacke aber definitiv ausreichen, um hier erstmal den Unterschied wieder auszugleichen. Beide noch mit zwei Pokémon. Das Problem ist allerdings, dass er aussuchen kann, welches Pokémon er gegen unser Pikachu in den Kampf schickt. Und wenn er einen Dragosso hat, dann haben wir ein Problem. Fukano ist es. Wenn mich nicht alles täuscht, wird Fukano Schaufler beherrschen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir schneller sind. Deswegen nutze ich die Donnerblitzattacke. Und dann können wir zur Not den Delegato einsetzen. Jawohl. Und dann kommt tatsächlich der Schaufler. Das heißt, ich werde jetzt den Delegato bringen. Der macht dann ja am meisten Sinn. So, das waren jetzt 17 KP. Okay. 17 mal 4, 4 mal 7 sind 28, sind 68. Das heißt, wir können den Delegado definitiv 4 mal einsetzen. Fukano geht allerdings vorher schon K.O. Sehr gut, damit haben wir jetzt erstmal wieder die Oberhand. Mal schauen, was er ja als letztes mitbringt. Pummeluff. Puh, ist die Frage, kommt hier ein Gesang? Ich schaue erstmal, was hier kommt von Pummeluff. Psychokinese. Die reicht nicht aus, um den Delegator zu zerstören. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mal schauen, was die Donnerblitzattacke ausrichtet. Jawohl, mehr als die Hälfte sind durch. Die Psychokinese würde jetzt den Delegator vernichten. Alles andere würde mich doch stark... Ja, dachte ich mir fast schon. Alles andere hätte mich jetzt stark verwundert. Wir nutzen nochmal die Donnerblitzattacke und dann ist hier Feierabend. Kampf 5.
geht ohne extra Continue an uns. Unter anderem natürlich auch aufgrund des Volltreffers beim Eisstrahl. Aber ja, sowas passiert. Solange es mich nicht den gesamten Kampf kostet, ist mir das auch egal. Erstmal noch. Okay, schauen wir mal, ob wir es in Kampf Nummer 6 wieder besser machen können. Es geht gegen den Pfadfinder. Auch der hat einen gesunden Mix an Pokémon. Aber fast alle mit einer entscheidenden Schwäche. Fast alle. Okay, machen wir so. Der Hoffnung, dass er nicht direkt Shiggy einsetzt. Wir starten nämlich mit Ammonitas. Und beim Gegner kommt Dick da. Okay, Ammonitas hat eine relativ hohe Verteidigung. Schaufler, okay. Das ist natürlich schlecht jetzt. Das ist natürlich schlecht jetzt. Gut, ich brauche das Pokémon nicht wechseln. Das macht keinen Sinn jetzt hier an der Stelle. Schaufler, wie viel Schaden kriegen wir? Uiuiui, ein 40er. Krass. Aber das sollte reichen, um Dick da auszuschalten. Genauso ist es. 1:0. Ich zweifle noch so ein bisschen dran, dass wir hier mit extra Continue rausgehen. Mal schauen, was jetzt kommt. Shiggy. Natürlich Shiggy. Okay. Ich versuche Shiggy vielleicht mal zu paralysieren. Geowurf. Ja, entweder die Paralyse kommt jetzt durch oder das war's für Ammonitas. Das war's für Ammonitas. Okay, dann haben wir Shiggy zumindest geschwächt schon mal für unser nächstes Pokémon. Und hätten das Boden-Pokémon auch schon mal außer Gefecht gesetzt. Ja, mit Ammonitas haben wir zwar ein Wasser-Pokémon, aber gegen Boden-Pokémon sehen wir damit nicht allzu gut aus. Also, dahingehend haben wir doch eine relativ große Schwäche in unserem Team. Die jetzt hier gerade in den letzten zwei Kämpfen doch deutlich geworden ist. Gut, wir plätten jetzt erstmal das Shiggy mit der Donnerblitzattacke und dann schauen wir mal, was hier als letztes auf uns wartet. Okay, wen könnte das sich aufgespart haben? Zubat! Okay. Das sollten wir problemlos hinbekommen. Das sollte eigentlich auch eine Donnerblitzattacke ausreichen. Deswegen setze ich hier gar nicht erst auf den Delegator. Zur Not haben wir ja auch noch Abra draußen mit der Psychokinese. Aber die Donnerblitzattacke reicht aus, um Zubat zu plätten. Und damit holen wir auch Kampf Nummer 6. Allerdings auch diesen ohne extra Continue. Weiter geht's mit dem Halbfinale im Minicup gegen die Göre. Auch das sieht schon wieder gar nicht mal so geil aus eigentlich, was hier an Pokémon dargeboten wird. Entweder Evoli oder Kabuto. So, was nehme ich denn mit? Das wäre tatsächlich eine Idee. Okay, wir starten
Diesmal mit Abra wieder. Mal schauen, wie viel Abra hier zu Beginn ausrichten kann. Ich hoffe, es kann mindestens einen Gegner mitnehmen. Kabuto kommt da beim Gegner. Der Delegator wird mir nichts bringen. Da wird von Kabuto, denke ich, die Schlitzerattacke kommen. Deswegen greife ich direkt mit der Psychokinese an. Da Kabuto jetzt dabei ist, können wir uns schon mal sicher sein, Evoli wird nicht kommen. Oh, Volltreffer, das dürfte reichen. Sehr, sehr gut. Abra löst es hier absolut gekonnt und auch etwas glücklich für uns. Jetzt bin ich sogar guter Dinge, dass wir hier ein Extra-Continue holen. Auch wenn jetzt hier an zweiter Stelle Pipi kommt. So, gegen Pipi schaue ich erstmal, was das Pipi hier mir auf den Hals hetzen möchte. Body Slam, okay. Sollten wir also versuchen, Pipi hier möglichst schnell auszuschalten. Oh, nächster Volltreffer. Geil, geil, geil. Hauptsache, das kriege ich dann nicht im Finale alles zurück. Letztes Pokémon hier im Halbfinale. Das sieht nach einem extra Continue nochmal aus. Es kommt Vulpix zum krönenden Abschluss. Direkt die Psychokinese auspacken. Spezialwert gesunken. Sehr, sehr gut. Falls jetzt hier eine Glutattacke oder sowas ähnliches kommt. Schaufler kommt. Ja, bitte. Ist ja nicht so, dass ich keinen Delegator am Mann hätte. Ja, natürlich wird der Delegator davon zerstört. Schaufler hat hier, wie schon häufig erwähnt, noch eine 100er Stärke. Bei der Verteidigung von Abra reicht es locker aus. Ruckzuckieb. Da wollte Vulpix nochmal Schaden machen, bevor es sich hier verabschiedet. Mit dem Geowurf machen wir hier alles klar. Ein nie gefährdeter 3:0 Sieg unsererseits. So muss es sein. Damit holen wir extra Continue Nummer 5 noch mit nach Hause. Und stellen uns jetzt dem großen Finale. Also, Minicup Finale. Der Pokémaniac wartet auf uns. So, und hier können wir entweder mit einem Dratini oder einem Ammonitas rechnen. Okay. Ich nehme auf jeden Fall dich mit. Und dich. Damit sind wir ganz gut gerüstet eigentlich. Hätten gegen jedes Pokémon was in der Hand. Wir machen den Auftakt mit Abra. Und beim Gegner kommt Nidoran. Das sollte direkt die Führung für uns bedeuten. Denn die Psychokinese ist sehr effektiv gegenüber Nidoran. Das sollte definitiv reichen. 1:0. Ganz, ganz wichtig ist das. So ein Start in den Kampf, der tut immer gut. Was kommt hier als zweites? Ammonitas, da ist es schon. Da ist es schon, das Ammonitas. Wir versuchen mal seinen Spezialwert zu senken. Keine Ahnung, was Ammonitas hier für Attacken gleich rausbringt. Volltreffer! Und das reicht aber nicht ganz aufgrund des hohen Speziwerts, auch auf Ammonitas Seite. Was macht der Surfer bei uns? Uiuiui, da können wir sehen, wie stark Ammonitas ist mit dem Speziwert.
Wenn es uns hier mehr als die Hälfte Schaden zufügen kann mit einem Surfer. Aber Abra gibt Ammonitas den Rest. Und damit hat er bloß noch ein Level 25er Pokémon. Und das sollte nicht mehr viel anbrennen jetzt hier. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Nidoran weiblich auch noch. Na, das ist ja ein Geschenk, würde ich fast meinen. Also noch einmal Psychokinese. Und dann können wir ihn uns abholen im Pokal für den Sieg im Minicup. Sieg auf ganzer Linie. Wir holen sogar nochmal den perfekten Sieg hier im letzten Kampf. Die größten Probleme hatten wir in Kampf Nummer 5. Da sind sie, unsere gesammelten Orden im Minicup. Alle 8 haben wir geholt. 6-mal ohne Pokémon-Verlust durch. Wir bedanken uns bei Abra. Das stärkste Pokémon hier in diesem Cup unsererseits. Pikachu war auch gut dabei immer. Ammonitas hat auch seinen Einsatz gehabt. Genauso wie Tratini. Glumanda musste ich überlegen, aber ich glaube auch Glumanda hatte seinen Einsatz. Genauso wie Sandan. Also wenn Glumanda tatsächlich seinen Einsatz hatte, haben wir tatsächlich mal alle Pokémon eingesetzt. Und da ist der Pokal für den Minicup. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Schreibt einen Kommentar. Und dann geht's das nächste Mal hier weiter bei Pokémon Stadium. Eine Aufgabe steht noch an. Hier. Bei dieser Runde, bevor es dann in Runde 2 geht. Bis dahin, macht's gut.